Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Danny Rollp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. In der letzten Folge haben wir wieder ein paar Meister komplettiert. Wir haben, glaube ich, noch drei Meister im Moment übrig, die wir machen können. Aber wie ihr seht, bin ich wieder hier vor der Offline-Parallel-Quest. Schalter-Dingen. Keine Ahnung. Vom Offline-Parallel-Quest-Schalter. Und ja. Gehen wir rein. Da euch der Bad gefällt, könnt ihr ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlassen. Das würde mich sehr freuen. Und was für ein Zufall, wir kämpfen gegen Broly. Den habe ich gerade als Meister ausgewählt nach der letzten Aufnahme. Wir müssen Dragon Ball sammeln. Na klar, kein Problem. Gut. Machen wir das. Ruf. Und Broly. Und Bio Broly. Also eine bescheuerte Idee. Bio Broly, boah. Kämpft die erst gegen, weil nicht so ein Matsch-Ungeheuer hat sich in Broly vermal, das ist auch voll bescheuert gewesen. Er hat das nur gemacht, weil Broly irgendwie erfolgreich gewesen ist und die irgendwie einen Grund haben mussten, noch einen Film mit denen rauszubringen. Weil er ja mehr oder weniger als tot hier abgestempelt worden ist. Nach dem zweiten Film haben sie sich das einfallen lassen. Sind schon angeschlagen. Da kommt wieder jetzt hier, ja, mit ihren Dragon Quest Klamotten. Geh weg von mir, Videl. Ich muss sie wahrscheinlich am Leben halten, ne? Alter. So viele Brolys. Ich bin nicht Kakarot, verdammter Dreck. Nein, der haut wieder kaputt. Ne, fragt, dann starten wir noch mal neu. Ja, wenn schon, ne? Wer, du gehst jetzt nur auf sie los. Ich hab gesagt, das wird genauso passieren, ne? Also auf gar nicht so viel. Hab die. Worauf, hör auf, dann. Hör auf, die Lady anzugreifen. Super! Strom! Schlag! Du bist nicht der Einzige, der grüne Angriff einsetzen kann. Mal war der volle Schaden. Oh, nein. Oh. Ja. Nein, ich hoffe, der geht aus dem letzten Moment noch kaputt. Jetzt echt wieder noch. Ich hasse das, wenn das passiert. Weg von sie. Ist das du oder bin das ich? Aber wer fragt sie noch im allerletzten Moment? Die fragt echt noch im allerletzten Moment. Ich krieg die Krise. Geh weg von dem! Nein, doch getroffen. Und jetzt noch verheizen, ey. Nein, das wollte ich nicht machen! Oh. Obwohl, musste das passieren? Vielleicht muss das auch passieren, weiß ich nicht. Ich jetzt mal so als. Ja, ihr wollt total zerstört von denen. Trunks und Son Goku sind genauso drauf wie im letzten Part. Was ich erwähnt habe, so richtig arrogant. So ein Punkt, an dem das richtig nervt. Ich wusste, der Typ steht wieder auf. Du gehst jetzt auf mich. Uff. Kakaroto! Oh.
Fein. Also Angriff. Den wir gleich machen. Boah, boah, boah. Den Hex. Sehen wir meine pinken Schüsse. Die sind fabulous. Simply fabulous. Oh, das war technisch. Das sah komisch aus. Ein riesiger Schrank wird von anderen Schrank weg. Das wäre nix. Super. Au Gott. Au Gott. Au, 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 au. Nein. Wird ihr von einem Typen verprügelt, der ungefähr dreimal größer ist als ich. Sehe ich so aus, als geht's mir gut. Was bist du denn? Ah. Er hat meinen Ausweichangriff mit seinem Ausweichangriff gekontert. Darf doch nicht wahr sein. Warum bist du denn jetzt so geil auf mich? Nein, hör auf. Nein, oh Gott. Was geht's auf ihn los oder was? Ich überhaupt nicht, warum es zum Roten geht. Die ganze Zeit so japanische Klamotten dann hat. Ja, okay, die sind in Japan. Glaube ich. Aber trotzdem. Ja, die ganze Zeit immer so richtig komische Klamotten, die war immer super an. Bestimmt an Chichi. Was ist das? Ah. Da, gut. Jetzt können wir die Dragon Ball suchen. Und unsere Wünsche werden wahr. Da war gerade ein Hai, oder? Da hau ich in die Fresse. Das muss von Elder Scrolls Online kommen. Diese Angewohnheit. Irgendwie Tieren hier einen reinzauen. Gott. Haben wir überhaupt schon manchmal 10 Minuten ausgezeichnet. Da ist vielleicht 3 in 1. Also 3 Parts in 1. Die 3 Meister in 1. Okay. Gut, kommt noch was? Oder sind wir ja fertig? Ja, wir sind fertig. Wir sind fertig. Oh, ich habe den Angriff bekommen, ausgezeichnet. Ja, dann muss ich nur noch Z da erreichen. Ah. Evil Quest fehlen mir eigentlich noch. Dann kann ich ja so oder so jetzt alle machen, ja, die noch übrig sind, ne? Bei Soldatenaki geschickt etwas, ja. Ja, 84 und dann 85, okay. Gut, dann werden wir die alle in dem Part noch machen. Ja, wie lange das dauert. Erstmal gehen wir zur Soldatenakademie, ich wette. Freezer und Cell. Wen habe ich noch beendet? Bills, ja, Bills wahrscheinlich, nachdem ich uns hier mit Wiz abgeschlossen habe, ne? Du bist also Freezer. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich noch mal persönlich treffe. Du scheinst mich zu kennen, allerdings kenne ich dich nicht. Von welchem Planeten stammst du? Man könnte sagen, dass ich von der Erde stamme. Mein Name ist Cell. Wie mein Name schon eindeutet, bin ich ein Cyborg, der aus einer Synthese zellularer Materialien hergestellt wurde. Ein Cyborg? Meine Güte, du scheinst ziemlich stark zu sein. Faszinierend. Mich kann man nicht einfach ignorieren. Ich habe kein Interesse an das Universum zu erobern. Ganz schön arrogant, was? Du hast deinen Stolz aber schon vorgeschlagen. Aber ich habe vorgeschlagen, deinen Feind mit Bedacht auszuwählen. Ich sage es ja ungern, aber du bist verantwortlich für meinen Stolz. Deine DNS wurde bei meiner Erschaffung verwendet. Was? Meine DNS? Na gut, bin ich hier drauf. Ich bin auf irgendein Kabel drauf. Ein Stück. Eine Sekunde. Oh. Nicht nur deine, sondern auch die deines Vaters, neben der von Son Goku, Vegeta und anderen Saiyajin. Was?
willst mir erzählen, du warst das Projekt aus der reinen DNS meiner Spezies und der schmutzigen DS dieser Affen? Ha, hast du die Saiyajins wirklich so sehr? Anscheinend ist Stolz das einzige, von dem du mehr im Besitz als ich. Genau dieser Stolz lässt sich auf einen anderen Spezies herabblicken und er macht dich schwach. Wie kannst du es wagen, du Ausgeburt? Ich werde dich an einen Ort und Stelle töten. Ha, du amüsierst mich. Versuch es, wenn du dich traust. Ja, die wären auch beste Freunde. In der Hölle. Hölle, 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 Hölle. Na, wozu bist du eigentlich da? Oh, trainierst du auch schön? Das freut mich. Es ist der Dings erzählt oder was der Gedanke. Ja, ich nehme noch kleine Abkürzung. Wusch. Okay. Was haben wir als nächstes? Ja, zwei Quests fehlen noch. Außer nach 86 kommt noch 87. So, Saiyajin-Krieger, das kommt mir sowas von bekannt vor. Das ist eine Quest aus dem ersten Teil, ich weiß es. Aber ich habe jetzt nichts anderes, was ich machen kann, also mach mal das weiter so. Ja, haben wir Schwanz jetzt in seiner komischen, ja. Ja, was weiß ich, was soll das für Klamotte? Ja, bestimmt Videl, ne? Was ist irgendwo hier, ja. Also sieht gut auf vorhin. Fehlten ja noch. Aus dem 1, okay. Verdammt, warum gibt es nicht die Dragon Ball Super Klamotte von ihr? Da sieht sie verdammt nochmal heiß aus. Diese rote Klamotte mit der neuen Frisur. Da sieht die richtig besser aus. Okay. Saiyajin Krieger. Ich bin auch ein Saiyajin, wie es der Zufall will. Das gerade jetzt Napper. Wow. Warum muss ich noch umdrehen, ne? Er ist fast Kakarot, er ist sein Bruder, der überhaupt keinen Einfluss auf der Story hat. Oh, irgendwie geil. Er ist auch voll unfair, wie schwer er aufgetaucht ist. Ja, irgendwie ironisch, hat wir mit Broly den legendären Super Saiyajin andere Super Saiyajins kaputt hauen. Hat Super Saiyajins gesagt, ja, ne? Ich habe den einen Schlag verpasst, verliere ich etwa? Oh, gut, das Spiel. Ich bin Trunks und Son Goten nicht stärker als irgendwie, weiß ich nicht, meisten Charaktere. Son Goten müsste eigentlich stärker gewesen als die. Ja, nochmal, Son Goten müsste der stärkste Charakter im ganzen, in der ganzen Serie werden. Ey. So kehrt er ja wieder zurück. Ich meine, er hat voll das schwere Leben gehabt, so im Vergleich zu Son Goku. Ich meine, Son Goku, weiß nicht, hatte bis zum 14. Lebensjahr, glaube ich, voll das chillige Leben auf den Bergen. In den Bergen mit seinem Großvater. Er war ja am Anfang von Dragon Ball noch 14, glaube ich. Proportionen von dem haben zwar nicht so, weil sie nicht davor gesprochen. Er hat sich, glaube ich, im Turnier als 14 vorgeschlagen. Ja, da hat er so ein bisschen, weil nicht so Weichei-Training mit. Eigentlich ist doch Weichei-Training, ja. Bei Muten Roshi gemacht, so Milch ausliefern oder so, weil das weiß ich nicht. Also Pipifax im Vergleich zu dem, was Son Gohan mit 5 schon erlebt hat. Und verdammt noch von Piccolo trainiert, ey. Er musste ja, weiß ich nicht, mit 6 Jahren schon gegen. Er kann auch gar nicht. War der erst 6 Jahre? Er kann auch gar nicht.
weil nicht 5 irgendwie, also keine Ahnung, nicht oder? Also 8 oder irgendwie so was. Warte mal, das macht mir jetzt nicht so schwer. Ja, ja, Son Gohan ist ja nur in gefährlichen Zeiten aufgewachsen. Freezer, Cell und so weiter. Halt. Die einzigen chilligen Momente, die er hatte, war so zwischen, weiß nicht, zwischen Cell und Dingens. Majin Buu. Hi. Ja, ich kenne irgendwie nicht Son Goku oder Schwank stärker zu sein, weil die voll chillige Leben haben. Trunks aus der Zukunft, der hat's verdient. Er ist auch verdammt stark in Dragon Ball Super. Lange denkst du, dass du mit mir mithalten kannst? Hier, was ist das? Warum hält keiner von euch irgendwann aus? Ja. So. Mein Schwank ist auch in eine Welt aufgewachsen, wo weiß nicht alles zerstört ist. So, haha, ausgezeichnet. Da fehlt noch alles. Bardock, ne? Bardock, Broly. Oh, so war, nein. Ja, natürlich abgewehrt. Ah, was? Oh, wir haben Super Saiyan Bardock. Schon gefragt. Ja, der Son Gohan, der war awesome. Ja, mit dem Son Gohan mit den blauen Klamotten merke ich gerade als Charakter. Und super, ich habe den Namen vergessen. Super Blitzangriff, super Stromschlag, ja. Peinlich, ich habe meinen eigenen Attackennamen vergessen. Ich meine, fort würden so sehr wie One Piece oder so passieren. Und die Leute aufgeschmissen. Die schreien da immer ihre Attackennamen. Au. Super, das ist voll unnötig, merke ich gerade. Stark. Was soll's, Overkill. Au. Oh, du machst schon wieder das. Und ich komme dir nicht dahin. Hier, frisst das. Und sein Bild hat sich ein bisschen verändert. Das Licht ist ausgegangen von seinem Bild. Schon wieder Broly gegen Broly. Na komm, da bist du. Jetzt du wenigstens irgendwann aus. Ich weiß, die halten natürlich nicht so viel aus, weil da so viele Gegner sind, aber ouch. Trotzdem. Was ist ja das? Oh mein Gott! Gib doch nicht auf, hallo? Was ist denn die Idee auf einmal, ja? Gletscher. Ja, kommt bestimmt die Super Saiyan Götter als letztes, ne? Kann ich mir vorstellen. Nein! Boah, ich hasse es, wenn ich halt erst so spät entdecke, bemerke. Vor allem, wenn die Ausdauer immer weg ist, dann gehen die erst richtig ab. So, ja. Und tschüss. Und wir haben die Dingens noch. Okay. Broly. Ohne Kommentar. Oh Gott. Oh. Vegetto. Achso, das ist aus wie Son Gohan. Hi.
War noch nicht, glaube ich, gesehen in dem Projekt, wenn wir gegen Vegetto kämpfen. Au! Ach stimmt, Vegetto müsste eigentlich auch stärker als Broly sein, ne? Lass mal auf Broly los, der ist ja so gut wie tot gewesen. Und tschüss, schon wieder. So, Gotenks, hi, super Strom, Schlag. Au! Besser, au, au. Au. Auf, lass mich runterfallen. Nein, ich will nicht. Ja, genau, runter, folgt mir nicht. Gott verdammt, hör auf damit. Alter, wie die immer so voll auf einen draufprügeln, ne? Wenn die Ausdauer weg ist. Mein Gott, Gotenks hat auch viel weniger aus als Vegetto. Oh nein. So, buff, da. Ja, du hast verloren. Hörst du, Vegetto? Eindeutig einer der besten Charaktere in der deutschen Version von Dragon Ball Z. Da. Au! Jetzt mich getroffen. Weil die deutsche Synchro von Vegetto war einfach die beste. Wie hältst du jetzt eigentlich aus, dass ich die ständig verarsche? Hey, das ist eine fangt den Zirkus auf eine Attacke. Eine Spaßtüten-Technik, cool, aber wirkungslos. So. Stärkster Charakter in Dragon Ball Z erledigt. Der stärkste umfusioniert Charakter ist ja Son Gohan. Offiziell in Dragon Ball Z. Stärkster fusioniert Charakter Vegetto. Super Vegetto. Echt komisch, ne? Anime-Version hat sich Vegetto erst, weiß ich nicht, nach einer Folge oder so verwandelt. Aber in der Manga-Version hat er sich direkt verwandelt, nachdem die verschmolzen sind. Finde ich irgendwie komisch. So, ist halt Jingeist. Ha. Schlimmster Berserker, das kommt mir auch bekannt vor. Sieges Son Gohan, Piccolo und Vegeta. So. Gut. Gut doch. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich habe endlich die Version von Son Gohan freigeschaltet. Wo der überhaupt nicht vorkam. Also in dem Kampf. Gut. Was haben wir noch? Gogeta müsste ich jetzt endlich die lebende Version hoffentlich freigeschaltet haben, oder? Ja, ich habe die lebende Version jetzt. Welche die exakt gleichen hatte, oder hatte ich die vorher? Vegetto habe ich immer noch nicht komplett. Okay, gut zu wissen. Broly. Ich habe gehört, hier geht es um Berserker. Und auf Broly natürlich nicht fehlen. Gut, gut doch. Dann los, die schaffen wir auch noch, die Mission. Dann habe ich alles doppelte Mission hier aus dem Board zum Teil. Ich meine, die Mission hatte ich alle. Die letzte Mission im ersten Teil hatte ich viel schlimmer in Erinnerung. Aber ich finde halt so blöd, dass das hier bis zum 3-Wochen Super Saiyan geht. Muss immer kurz beim Aufladen Halt machen bei 4 Balken und mich dann in 2 Wochen Super Saiyan verwandeln. Bin ich voll dämlich. Aber ich habe gar nicht bei Bardock geguckt, aber die Super Saiyan Version jetzt habe. Nein. Ich könnte da Super Vegeta ausrüsten, also die Formation, Transformation. Aber welche Transformation haben die Super Vegeta? Ich habe schon eine verdammte Super Serie, die so heißt. Ich möchte mich nicht in einen Super Vegeta verwandeln, ich will mich in Super Saiyajin verwandeln, also. Ja, voll dämlich. Buff. Oh. Oh, leck mich ab. Wir sind auf der Arme.
ist keine Ausdauer. Lass dich verprügeln. Warum kriegt ihr so viel Schaden? Warum hat der so gut wie gar keinen Schaden bisher? Der ist ja noch weniger aus als die anderen. Warum treffe ich nicht? Was ist jetzt Bullshit? Ich weiß auch an deinen Augen, aber auch im Moment sah es aus, jetzt eine riesig lange. Ach so, der Angriff, genau. Ja, ja, ist gut. Weil wir so oft getroffen hast. Tschüss. Wo ist der letzte Ginyo? In Son Gokus Körper, okay. Aber ohne Zeichen am Rücken. Aber die Cyborgs. Hey, kennt ihr die Attacke? Ich glaube, sie sitzt jetzt manchmal. Nein, aber ich habe sowieso nicht viel abgezogen. Zell, ha. Ich meine, gleich kommen die ganzen Boost. Ich wollte eigentlich auf C18 loskommen, weil denkt sich Zell so, na, was ist denn hier los? Boah, mein Magen. Gut, wenn du als Erster drauf gehen willst, kein Problem. Neue Wakamoto. Start und Sturm kam ja. Warum treffe ich immer nur in der ersten Sekunde und danach nichts? Oh, ich habe da noch geschlagen. Ich habe es genau gesehen. Lüg mich doch nicht an. Hier, buff, buff, buff. Tschüss. Da. Oh. So, wo sind wir stehen geblieben? Ach ja. Super. Strom. Schlag. Ich wollte mich umdrehen, verdammt. Hup. Nein. Ja, du gehst auch manchmal auf Fernkampf. Geh weg. Wuff, wuff. Autsch. Auf, mich zu feiern, Mann. Was? Boah, will nicht tanzen. Wuff. Gott, bleibt gefälligst hier. Warum macht sie mir so Schwierigkeiten? Also kommt Ki ohne, weiß ich nicht. Sie aufladen muss. Ich habe sie geschlagen und sie hat Ki bekommen. Warum ist Broly so gut wie tot? Von letzter erst Gebiet hier. Was machst denn du? Läuft dem weg zu schubsen. Ah. Cyborg 17 hat sie sitzen ist überhaupt nicht da. Hier ist nur hinten am Chillen irgendwie. Hi, na, buff. Wo ist das? Hi, ha, ho, 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 ho. Buff. So. Okay. Weit kommst du denn her? Wollte schon sagen, du warst doch gerade noch da hinten. Eben einen blöden angefangen jetzt, Mann. Super Stromschlag. Nein, das gibt's jetzt nicht. Nein. Da kommt noch wer. Da können wir weiter. Ja, wir können weiter. Wir können weiter. Weiter. Wir können weiter. Ja, wir können weiter. Ich nehme mal die hier. Lass mal so Gruppendinger hier mitnehmen. Meine Gefährten tun sich ganz schön schwer in letzter Zeit zu überleben. Mein Kiebel ist so groß. Mr. Satan. Ich habe gerade super Stromschlag gegen Mr. Satan eingesetzt. Der hat natürlich voll aussät. Also hat jetzt erst aufgefallen, dass die alle in diese, weil nicht diese, nennt man als dunkle Form sind. Und was hat auch schon lange nicht mehr eingesetzt. So, das war unnötig, aber es tat gut. So, ihr lasst euch nicht von Mr. Satan fertig machen, oder? Ich wollte schon sagen.
Da wäre irgendwie ein Bild für die Götter gewesen. Mr. Satan schlägt Broly K.O. Das wäre so krass gewesen. So, lenkt ihr die mal ab, während ich den ja mache. Ich habe gesagt, ablenken. Oh, Kidbo, du bist schon fast tot. Okay. Ja, Broly versucht die ganze Zeit, Broly wieder zu beleben, wird aufgehalten. Ja, er hat es geschafft. Er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Oh, sehr gut. Ja, nicht gut. Was? Oh nein, nicht der Angriff. Ich block ab. Ja. Was? Auch mit dem Dreck. So, reicht jetzt. Boah. Was jetzt? Na, warte. Jetzt ist auch das. Nur mal 31 Minuten. Schon wieder ist Broly kaputt. Hallo, na? Boah, jetzt kommt er und haut mir in die Fresse. Stirb. Jetzt mal, ich das kann mir mehr einsetzen, kann man nicht die auf dem Boden hauen. Ich habe nicht mehr so viele Angriffe, die ich einsetzen kann, wenn ich den Gegner auf dem Boden haue. Sollte ich lieber so kaputt hauen. Ah! Boah, was zum. Was zum Teufel? Okay. Ja, schon lange. Aha. Bin ich doch am. Autsch. 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 Damit treffe ich nicht. Warum ist das nur. Aha. Ja, Gabriel. Boah, das gibt's jetzt anfangen. Also, gefällt mal hier. Bei Pia. Bei Pia. Ja, geblieben. Boah. Alter, will ich ja verarschen? Okay, wollte schon sagen. Nächstes Gebiet, danke. Meine Ausdauer ein bisschen hier heilen. Broly und Broly sind beide so wie tot. Oh, nein. Ich habe nicht gegen verdammten Zeitsoldaten. Offenes Feld. Kommen jetzt die GT-Charaktere oder was? Spoilert mich doch noch nicht voll, ey. Sieht sowas von aus, das kommt jetzt hier Piccolo, was? Du hast nicht so im Bösen. Son Gohan, Teenager. Ich kämpfe hier gegen die gesamte Dragon Ball Z-Crew oder was? Majin Vegeta? Majin Vegeta, ja. Ah, okay. Da, wo ist Broly? Lass ich das mal. Nein! Ah. Ich bin aber trinken, bitte hilf mir rauf. Ah. So. Nein. Warte mal, der macht diese Riesenexplosion, oder? Nein, was? Oh, leck mich ab. Na, warte. Strom. Nein, ich wusste. Ja, also, ja. Hör auf, lass mich in Ruhe. Aua. Er will die echt nicht von mir ablassen, wenn ich in diesem Modus bin, ne? Boah. Alter. Warte. Ich wollte das nicht machen. Warum kann jeder von euch diesen blöden Angriff? Nein, ich bin da reingedüst, ey. Alter, ich komme bei dem überhaupt nicht weiter. Boah, Junge. Alter, lass mich doch mal irgendwas machen eben mit dir. Ja, wie letztens bei Kula, glaube ich. Oh, und jetzt habe ich ein Problem. Warum müsstet ihr jetzt beide fighten? Ernsthaft? Hi, na?
Will nur meinen Kollegen hier wiederleben, ne? Was? Wir machen nichts. Sehr gut. Wir haben es zugelassen, genau. So wie sie es sonst auch immer machen in der Serie. Ich möchte euch mit meiner perfekten... Ich möchte euch mit voller Kraft bekämpfen, okay? Dann lasst mich doch bestimmt hier aufpowern, oder? Und... Oh, leck mich doch an. Warum? Warum haut mich Son Gohan so... Alter! Junge! Ich komme ja nicht weiter mit dem. Boah, komm her! Jetzt mal... nein. Komm her! Oh mein Gott, ey! Boah, das war eine Geburt. Weil die beiden machen irgendwie gar nichts. Hab ich das Gefühl. Boah, Junge! Was war das? Die lassen sich über einen Haufen schlagen, oder was? Boah. Buff, buff, buff. Kommt schon, Dämon, Vegeta. Buff, buff, buff. Mach ich mal den hier. Nein. Finisher, okay. Was? Ich habe gerade gesehen, wie lange das gedauert hat. Mann, das war nicht alles. Nein. Dreck. Okay, haben wir jetzt eine neue freigeschaltet. Dann müssen wir in der nächsten Folge mit der Story weitermachen. Hi, das war eine schwere Mission. Aber nur wegen Son Gohan. Nein, das waren alle. Gut. Das hätte ich wahrscheinlich voll schnell erledigen müssen oder so. Keine Ahnung. Jedenfalls war es das für diese Folge. Nächste Folge müssen wir an die Story weitermachen, weil wir haben keine Parallel-Quests mehr, die wir machen können. Oder Meister, die wir, weil sie nicht weiter trainieren können. Ich könnte jetzt aufgehen hier noch bei Hit oder Broly weitermachen. Dann haben wir zwei in einem Part, aber das ist auch doof. Deswegen würde ich sagen, ich bin im Part hier. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Dragon Ball Xenoverse. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Dann sehen wir uns hoffentlich wieder. Tschüss.